Hallo Renate und herzlich willkommen zum Interview Mindset. Du bist Business Coach und Mindset Coach und hast dich darauf spezialisiert, insbesondere Coaches dabei zu unterstützen, ein profitables Online-Coaching-Business aufzubauen. Jetzt ist natürlich für mich die ganz spannende Frage zunächst erstmal da: Wie kommt man auf das Thema Mindset? Wie bist du dahin gekommen? Ja, wie bin ich da hingekommen? Ich war ja nicht immer Coach. Ich komme ja ursprünglich aus der Wirtschaft und genau genommen aus der Bankenbranche. Ich war Bankerin und Bilanzbuchhalterin früher, über Jahrzehnte eigentlich. Bin jetzt über 10 Jahre eben als Business Coach und Mindset Coach unterwegs. Ich bin zum Thema Mindset damals gekommen in ganz jungen Jahren. Ich hatte einen Lebensgefährten, der war Marathonläufer. Und das ist so eine typische Disziplin, da geht ohne Mindset gar nichts. Und natürlich war damals, Internet gab es ja noch gar nicht in dieser Zeit. Das ging alles über Bücher und mentales Training ist natürlich in der Sportwelt verankert, kommt ja aus dieser Welt. Und ich bin da eben reingeschlittert und habe damals einfach gemerkt, wie nützlich das ist. Ich habe es im Business angewendet und ich bin der Meinung, ich hätte meine Karriere, ich war beruflich sehr erfolgreich, ich hätte meine Karriere ohne diese mentalen Techniken niemals gemacht, weil es ist einfach eine Welt. Also ich bin immer wieder fasziniert davon, was man mit dem richtigen Mindset alles erreichen kann. Ja, wir sprechen jetzt schon die ganze Zeit vom Mindset, ne? Was wird also in meiner Wahrnehmung manchmal auch sehr inflationär behandelt, vertreten. Alles ist irgendwie Mindset-Thema und manchmal habe ich so den Eindruck, also habe ich das richtige Mindset, dann könnte ich irgendwie alles erreichen und schaffen. Was verstehst du ganz konkret eigentlich unter dem Thema Mindset? Ja, für mich ist Mindset einfach, ich würde mal so sagen, alles, was sich zwischen unseren zwei Ohren abspielt, würde ich jetzt sagen, die ganzen Glaubenssätze, die Überzeugungen, die Meinungen, also die Art und Weise, wie wir die Welt sehen. Wir haben ja alle unsere Brille auf, wir haben alle unsere Art und Weise, Dinge und die Welt zu sehen. Und auch wenn wir manchmal meinen, wir gehen unvoreingenommen auf Dinge zu, in Wirklichkeit ist es nicht so. Wir haben immer unseren Filter sozusagen, durch den wir die Welt sehen. Und dieses Mindset umfasst, es gibt keinen passenden Begriff im Deutschen, deswegen wird er immer auf diesen englischen Begriff zurückgegriffen. Eben, es ist einfach die Summe von all dem, also unser Weltbild, würde ich jetzt mal so sagen. Jetzt ist ja gerade im Bereich Coaching, ich finde, in meiner Welt ein richtiges, schönes Beispiel für ein Mindset-Thema ja unser Honorar. Und da erlebe ich tatsächlich ganz, ganz unterschiedliche Sachen von Coaches, die sagen, ja, ich bin XY wert und meine Coaching kosten ne, so und so viel. Und dann erlebe ich manchmal auch Coaches, die echt einen guten Job machen, jedoch, ich glaube, so ein bisschen mit dem Mindset hadern und dann fast ein schlechtes Gefühl haben, ein gewisses Geld, also ein gewisses Honorar für ihre Leistungen in Anspruch zu nehmen. Ich weiß nicht, kennst du das? Also ich sage, du arbeitest ja auch mit Coaches zusammen. Ist dir das bekannt? Ja, also, das ist ein Thema. Bei dem Thema kommt mir schon, also das ist eines der großen Themen, würde ich mal sagen. An sich ist es gar nicht zu lachen, aber das ist wirklich ein großes Mindset-Thema, weil wenn ich zurückdenke, ich komme ursprünglich aus einer Familie, da galt der Glaubenssatz, über Geld spricht man nicht. Und ich bin damals dann in diese Bankenwelt reingeschlittert und da kannst du dir jetzt sicher vorstellen, was da passiert. Plötzlich wird nur mehr über Geld gesprochen. Bis ich das mal gecheckt habe damals, ich war total überfordert, bis ich da angefangen habe, das anders zu sehen. Also ich will dann, was ich damit sagen will,
Auch ich musste das mit der Zeit lernen. Und es ist ja immer so, in der Bank geht es ja immer um Geld. Es kommen die Menschen, die zu viel Geld haben, die wollen investieren, und es kommen die, die zu wenig haben, die wollen einen Kredit. Aber es geht immer um Geld. Und einfach das als etwas Normales zu sehen, als eine Möglichkeit zu sehen, um einfach ein gutes Leben zu finanzieren, das fehlt vielen. Und bei den Coaches ist es auch so, erstens mal geht es um das Thema Geld. Welchen Bezug habe ich zu Geld? Aber sehr oft haben wir auch so psychologische Hürden, würde ich jetzt mal sagen. Manche Coaches tun sich ja schon extrem schwer, für die Stunde die 100-Euro-Grenze zu übersteigen, weil diese 100 Euro schon, die sind so eine psychologische Grenze. Und auch bei den Programmen, die 1.000 Euro zu übersteigen und so weiter. Also das sind immer diese psychologischen Hürden da. Es ist einfach Geld, Geld wird oft als Übel dargestellt. Es hängt immer davon ab, was habe ich für einen Bezug zu Geld und wie hoch schätze ich überhaupt den Wert meiner Leistung ein. Das ist ein großes Thema für Coaches. Ja, ich überlege gerade, ne, wie es bei mir so angefangen hat. Ich kann mich noch daran erinnern, meine erste Coachingstunde, dafür habe ich 80 Euro genommen. Und so ein bisschen zurückblickend, brauchte ich schon fast 10 Jahre dafür, um mein Honorar zu verdoppeln. Und bei mir war das ganz, ganz lange der Glaubenssatz irgendwie, ich bin noch nicht gut genug. Ne? Also es gibt irgendwie andere Coaches, die sind schon viel länger am Markt, die wissen viel mehr, die bilden aus, die haben Bücher geschrieben, die machen ganz, ganz viele Sachen irgendwo, die sind so omnipräsent. Und da kann ich ja noch bei weitem nicht das auch irgendwie verlangen, was erfahrenere Coaches auch irgendwie anbieten. Und dann habe ich ja selber irgendwann Coaches mit ausgebildet und dann festgestellt, dass da Coaches rausgegangen sind, die haben 120 Euro genommen, obwohl die noch nicht mal halb so gut ausgebildet waren wie ich. Die also 8 bis 12 Wochen Erfahrung gerade mal hinter sich hatten. Und haben aber trotzdem diesen Preis genommen. Da dachte ich irgendwie immer, wow, das hätte ich mir damals überhaupt nicht getraut, denn ich hätte gar nicht dahinter stehen können. Ja, aber da sind wir schon wieder bei Mindset. Also welchen Wert, also wie sehe ich mich selber, wie hoch ist mein Selbstwertgefühl und wie hoch schätze ich den Nutzen meiner Leistung überhaupt ein? Weil wenn ich glaube, das, was ich mache, das ist nur unter Anführungszeichen, dann natürlich tendieren wir dazu, dass wir auch nicht den Preis, also uns nicht trauen, die Preise anzuheben. Und das ist das Dilemma oft von sehr vielen, sehr guten Coaches. Weil da gibt es ein Problem dabei. Je besser ausgebildet ein Coach ist, umso größer wird diese unbewusste Kompetenz. Also wir wissen nicht mehr, was wir alles wissen. Also das sind quasi diese blinden Flecken. Unser Wissen wird dann so selbstverständlich, dass wir gar nicht mehr begreifen oder übersehen, welchen Wert diese Leistung überhaupt hat. Ja, also mir ist es, also ich habe natürlich im Vorfeld mal überlegt, wo war denn vielleicht bei mir so ein Break? Und bei mir, glaube ich, war so ein Break, wo ich mir mehr Honorar auch einverlangt habe, war tatsächlich der Punkt, wo ich dachte, ich werde einfach besser. Und das Besserwerden habe ich daran gemessen, dass ich meine Klienten und Klientinnen schneller ans Ziel gebracht habe, weil ich einfach methodisch einfach wesentlich besser geworden bin. Ja? Also ich habe einfach mich ja sehr, sehr intensiv mit Fragen beschäftigt und wusste irgendwann ganz genau, welche Fragen musst du wie stellen, um schneller deine Klienten und Klientinnen zu unterstützen, an ihr Ziel zu kommen. Und das war dann für mich irgendwann messbar. Und diese Messbarkeit hat es mir einfacher gemacht zu sagen, so, jetzt brauche ich nicht mehr irgendwie, keine Ahnung, 5 Sitzungen, sondern jetzt brauche ich eigentlich nur 3 Sitzungen. Und damit haben wir einen Mehrwert und dadurch kann ich jetzt auch mehr Honorar verlangen. Ja, absolut, natürlich, wenn es so messbar ist, dann, also du hattest etwas, wo es dir klar wurde, du bist besser geworden. Aber oft, das ist je nachdem, in welchem Bereich ein Coach unterwegs ist. Es gibt auch manche Bereiche, wenn wir zum Beispiel von Lebensqualität sprechen, wenn jemand Life-Coach ist, ein Life-Coach, da ist es manchmal so, dass man nicht zu 100% dieses Feedback bekommt, wo die Ergebnisse oft für einen Coach nicht unbedingt so messbar sind,
Weil wenn das Coaching-Paket abgelaufen ist, natürlich fragt man den Kunden nach Feedback, aber oft wirkt das dann ja noch nach. Weil was zum Beispiel mir jetzt auch, wie gesagt, ich bin jetzt über 10 Jahre hauptberuflich als Business Coach und Mindset Coach unterwegs, was mir auch passiert ist, dass ich zufällig nach Jahren, wohlgemerkt nach Jahren, Kunden getroffen habe, wo man dann fragt, wie geht es dir? Und wo dann dann plötzlich sagt, nein, weißt du, ich habe damals dann das mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt, aber erst Monate danach, also nochmal danke, mir geht es viel besser. Und das wusste ich vorher nicht. Ja. Also es ist oft so, diese Nachwirkung von einem Coaching, was wir total unterschätzen. Ja, also ich glaube, da bin ich völlig bei dir. Ja, also mir hat, wie gesagt, damals geholfen, etwas Messbares irgendwie zu implementieren. Ich kann mich noch gerade gut an ein Gespräch mit einer Kollegin daran erinnern. Und die hat ihre Preise angehoben, weil sie von einem Klienten von ihr angesprochen wurde, dass sie zu billig sei. Das ist perfekt. Und Perfekt. das hat sie so angetriggert, dass sie gesagt hat, also wenn mir meine Kunden und Klienten eigentlich schon sagen, hey, du bist eigentlich zu billig, dann mache ich da irgendwie was falsch. Also da kam quasi, ne, so ein bisschen der Input von außen. Und das sind jetzt so zwei, ne, Methoden, die ich einfach aus meiner Praxis oder aus meinem Umfeld kenne. Das sind ja jetzt aber keine hundertprozentigen, ich sage jetzt mal, Mindset-Lösungen in meiner, also meinem Verständnis. Und daher wäre jetzt natürlich mal ganz interessant von dir zu hören, wenn ich das jetzt weder messen kann, noch dass mir jetzt jemand von außen sagt, du Andrea, du bist eigentlich zu billig, erhöhe mal deine Preise. Wie kann ich denn dann als Coach trotzdem an meinem Mindset arbeiten, um dort einfach ein bisschen, ja, mein Gehalt, nur mein Gehalt, mein Honorar einfach zu erhöhen? Was hilft denn da aus deiner Erfahrung? Ja, zunächst mal, was wir alle brauchen, jeder, der selbstständig ist, ist er zunächst mal unsere Einstellung zu Geld überprüfen. Also was denke ich überhaupt von Geld? Was habe ich für einen Bezug zu Geld? Welchen Bezug habe ich zu reichen Menschen? Denke ich mir ständig, das ist zu teuer zum Beispiel, weil wenn wir das denken, dann sind wir schon in einem Mangeldenken drin. Also wirklich mal zu schauen, alles, was mit Preisen zu tun hat, alles, was mit Geld zu tun hat, wie geht es mir damit? Auch wenn ich einfach mal über den Begriff Geld brainstorme, was kommt denn da? Was kommt überhaupt raus? Wirklich sich zum Beispiel mal die Zeit zu nehmen, einfach darüber nachzudenken. Ja, Geld, was ist das überhaupt für mich? Also quasi so klassische Glaubenssätze mal aufzuschreiben, ne? Wenn ich an Geld denke, was kommt dann? Genau. Was kommt da? Oder reiche Menschen sind. Oder reiche Menschen sollten zum Beispiel. Einfach da ergänzen, da kommen sehr viele Glaubenssätze hoch. Einfach da kann man schon mal prüfen, was habe ich grundsätzlich für eine Einstellung zu Geld. Weil es ist natürlich schon, wenn ich zu etwas eine negative Einstellung habe, dann schon energetisch stoßen wir das ab. Weil wenn ich selber dann glaube, meine Leistung ist das nicht wert, dann strahle ich das aus und mein Gegenüber nimmt das dann auch wahr. Also das ist mal der erste Schritt, meine Einstellung zu Geld. Dann, was ich auch sehr wichtig finde, ist drüber nachzudenken, erstens mal über meine eigene Leistung. Wie lange habe ich gebraucht, um auf diesen Wissensstand zu kommen und diese Erfahrung zu sammeln, die ich heute habe? Wie lang war mein Weg dahin? Weil ich bin nämlich der Meinung, was immer gemacht wird im Coaching, es werden Stundenpreise gezahlt, aber im Endeffekt kauft der Klient nicht die Zeit, er kauft die Erfahrung und das Know-how. Er kauft nicht die Zeit, weil sonst kann er ein Buch lesen, sagt er, ich lese eine Stunde ein Buch, überfliegt das und hab das. Was der im Endeffekt kauft, das ist die Erfahrung, die dieser Coach hat, der ihm da wirklich so in kurzer Zeit wie möglich dahin bringt und auch ihn durch Fragetechniken da immer wieder darauf hinweist, schau da mal nochmal hin, der ihn hinbringt, wo er alleine nie hinkommen würde. Und je erfahrener der Coach ist, je größer sein Know-how ist, umso besser gelingt das natürlich. Also das mal. Ganz kurz, also für meine Übersetzung heißt es ja eigentlich ganz kurz, mach dir deine Kompetenz als Coach bewusst. Ja, absolut. Okay.
Absolut, weil das ist ein großes Thema. Wieso traut sich jemand nicht, diese 100-Euro-Grenze zu überschreiten? Weil denke, ja, ich bin es nicht wert, ich bin nicht gut genug und weiß ich was. Und da mal bewusst machen, ja, was habe ich alles gemacht, was habe ich alles gelernt, welche Ausbildungen habe ich gemacht und welche Erfahrungen habe ich schon, um überhaupt dahin zu kommen. Einfach das mal wirklich, weißt du, für uns ist immer alles selbstverständlich. Also das ist einfach ein Riesenthema. Und es ist natürlich grundsätzlich auch ein Selbstwertthema. Wie sehe ich mich selber? Also, das ist der Selbstwert, ist natürlich, spielt auch immer eine Rolle. Aber was ich auch noch oft beobachte im Coaching-Bereich, Coaching wird ja oft so als Tätigkeit dargestellt. Wir helfen einem Menschen, wir tun Gutes. Und bei vielen ist da ein Mindset dann verankert, ja, wenn ich schon so einen Beruf habe, wo ich Gutes tue, da kannst du nicht viel Geld nehmen. Ist auch ein Mindset-Thema. Das sollte nichts kosten, denn du hilfst ja Menschen. Das ist auch ein Mindset-Thema, so ein Klassiker, wo man einfach glaubt, wenn ich Menschen helfe, diese Leistungen dürfen oder sollten nicht kosten. Aber der Coach, der muss Steuern zahlen, er muss leben. Also insofern. Und was auch immer wieder vergessen wird beim Coaching, es ist ja nicht so, dass sich ein Coach hinsetzt und der sitzt jetzt da die 60 Minuten ab. Da ist ja meistens eine Vorbereitung, es ist eine Nachbereitung. Er überlegt sich ja auch zwischen den einzelnen Sitzungen, okay, was könnte noch gut zu diesem Klienten passen? Welche Möglichkeit könnte ich noch anbieten? Welchen oder welche Strategie oder was könnte ich noch besser machen? Da ist ja viel Reflexion auch mit dabei. Es ist alles Zeit. Ja. Es ist Qualität. Wir sprechen von Qualität. Ja, ich glaube, ne, auch wichtig, immer nochmal dieses Ganze, also das Ganze sich auch einfach anzuschauen. Ne? Also, dass da ja einfach ganz, ganz viel mehr dazu gehört, als nur diese Präsenzzeit, entweder online oder im gemeinsamen Coaching-Raum vor Ort. Das spielt dabei gar keine Rolle, denn es gibt einfach noch links und rechts natürlich Zeit und Geld, ja, also angefangen von Rechnungsprogrammen, ne, wie du sagst, ne, über Steuern, Versicherung, Krankenversicherung, was weiß ich, was wir ja auch alles noch zahlen müssen, um dann tatsächlich auch davon leben zu können. Und ich glaube, das ist auch immer noch mal so ein Thema. Will ich wirklich diesen Weg gehen und hauptberuflich als Coach unterwegs sein? Oder möchte ich das tatsächlich so ein bisschen, ich sage jetzt mal, eher nebenbei machen? Und wenn ich das natürlich eher nebenbei mache, dann kann ich mir sicherlich auch noch mehr diesen Aspekt hochholen. Naja, ich mache das ja, um andere zu helfen und halte mich, glaube ich, damit selber so ein bisschen klein. Denn ich finde, auch nebenberuflich kann ich genauso viel Geld verlangen, als wenn ich das hauptberuflich mache. Denn für den Klienten sollte das natürlich überhaupt gar keinen Unterschied darstellen, ja, ob ich noch 20 Stunden die Woche was anderes mache oder halt auch nicht, ne? Oder was sagst du dazu? Absolut, sagen wir mal so, wenn die Leistung passt, dann absolut. Allerdings muss ich eines dazu sagen, das ist ein Fehler, den ich in der Anfangszeit gemacht habe, wo ich meinen Coach ausgesucht habe, den ich gebucht habe. Sagen wir mal so, wenn ich heute einen Coach suche, dann sollte der den Weg, den ich jetzt gehe, gegangen sein. Also er sollte wirklich zu meinem Thema passen. Denn den Fehler, den ich auch nur dazu mal gemacht habe, ich habe einen Business Coach, also ich bin in die Selbstständigkeit reingegangen und ich habe einen Business Coach ausgewählt, der selber diesen Weg nie gegangen war. Der hat das nur nebenberuflich gemacht und der kam dann bei mir bei bestimmten Themen total an die Grenze, aus dem einfachen Grund, dass er da keine Erfahrung hatte. Er hatte keine Erfahrung mit Existenzängsten, weil auch ich hatte in dieser Zeit dann Existenzängste. Wie gehe ich mit dem um und so weiter? Und da war der total überfordert, nur um zu sagen. Aber das war ein Fehler. Er war für dieses Thema überfordert. Er ist sonst ein super Business Coach, aber für dieses Thema war er überfordert. Und ich will nur sagen, was bei der Auswahl von einem Coach schon immer wichtig ist, zu schauen, welchen Lebensweg hat er, welche Erfahrung hat er und ist der den Weg, den ich jetzt gehen will, wirklich gegangen? Hat Ja, ich er glaube, das bezieht sich sein? natürlich jetzt sehr stark auf den Businessweg. Es gibt ja auch andere, ich sage jetzt mal, Themen wie zum Beispiel Krisenintervention oder berufliche Veränderung. Ich kann ja gar nicht alle Jobs dieser Welt schon gemacht Nee, haben, jeden dann natürlich das absolut begleiten nicht. können. Also hier nochmal irgendwie so kurz nochmal den Fokus. Ja.
das ein bisschen auf Business aufbaut. Das ist jetzt Business, aber da hast du schon recht, wir können nicht alles durchlebt haben. Allerdings, wenn du jetzt zum Beispiel, wenn es ein Coach ist, der jemand hilft, durch Krisen zu gehen, was wir alle schon durchlebt haben, Krisen haben wir alle schon durchlebt. Der eine im privaten Bereich, der andere im beruflichen Bereich. Wir wissen, was es heißt, Ängste zu haben und so weiter. Das heißt, wir haben emotional bestimmte Erfahrungen schon gemacht. Also wir müssen nicht jede einzelne Art von Krise durchüberlebt haben, aber wir wissen, was in Veränderungsprozessen abläuft, wie Veränderungsprozesse funktionieren, wie da die Stufen funktionieren und wie sich das dann in der Praxis auswirken kann. Dieses Verständnis braucht es schon. Das macht aber, es auf alle Fälle einfacher, gerade im Empathieaufbau, ne? Mich noch besser in meinen Klienten oder meine Klientin hineinzuführen, um auch nochmal zu gucken, welche Option hat sie oder er denn in der jeweiligen Situation. Das kann ich gut nachvollziehen. Mich würde nochmal an der Stelle interessieren, also ich würde nochmal kurz zusammenfassen. Wir hatten ja der erste Punkt, den wir ja machen können, um an unserem Mindset zu arbeiten, um natürlich unser Honorar vielleicht zu erhöhen, wäre ja, welchen Gedanken habe ich, wenn ich an das Thema Geld denke? Also nochmal, ne, meine Glaubenssätze mal aufzuschreiben. Dann hatte ich von dir gehört, ist es total hilfreich, wenn wir uns selber mal unsere Kompetenz vor Augen halten, die wir einfach, ne, im Zuge der verschiedensten Fort- und Weiterbildungen erreicht haben und auch natürlich, welche Erfahrungen wir im Gepäck haben. Und was ich auch gehört habe, auch nochmal den Fokus darauf zu setzen, welchen Invest wir auch schon geleistet haben, insbesondere zum Beispiel an Zeit, aber auch an Geld für Aus- und Fort- und Weiterbildungen. Fällt dir noch ein letzter Tipp ein, wo du sagst, Mann, das könnte jetzt auch nochmal hilfreich sein, um den nächsten Schritt zu gehen und sein Honorar anheben zu können? Ja, ich würde mal schon schauen. Erstens mal hänge ich jetzt da, was wir vorher schon angesprochen haben, wo hänge ich jetzt momentan mit meinem Honorar? Ist da wirklich so eine psychologische Grenze, diese 100-Euro-Grenze oder auch, das kann die 200-Euro-Grenze sein oder die 1.000-Euro-Grenze? Habe ich da auch irgendwo eine, ich nenne es jetzt mal so, Blockade, wo ich sage, über dieses Limit kannst du nicht rausgehen? Und eine Frage aber auch, wenn... Es hat ja einen Grund, wenn sich jemand mit dieser Frage beschäftigt, mit dem Preis anheben. Wieso, die Frage stellen auch mal, wieso will ich die Preise anheben? Wieso will ich das überhaupt? Was ist der Auslöser überhaupt? Was ist überhaupt der Grund, dass ich mich mit diesem Thema beschäftige? Bin ich nicht zufrieden? Dann wieso bin ich nicht zufrieden? Was habe ich für Vorstellungen? Da sind wir schon wieder im Coaching, quasi in einem kleinen Coaching-Prozess drin. Einfach wirklich mal zu schauen, ja, wieso will ich das? Habe ich irgendwo gesehen, die nimmt das Doppelte für diese Leistung und ich beneide die? Ja, was macht das dann mit mir? Also da kann eine unterschwellige Unzufriedenheit auch rauskommen. Also wirklich mal zu fragen, wieso will ich das machen? Also wofür steht das eigentlich jetzt? Ne? Ja, wofür steht das? Aktuellen Situation. Also was ist mein Warum dahinter? Also warum, Ja, wunderbar. Ja, vielen lieben Dank für deine Impulse, um da einfach nochmal ein bisschen in die Selbstarbeit zu gehen, um da mal zu schauen, was ist es denn, was mich da möglicherweise blockiert oder auch wirklich klein hält. Du hast ja, wie gesagt, verschiedenste Angebote ja auch für Coaches. Unter anderem hast du auch im Mai ein Programm, ein extra Training. Vielleicht magst du dazu nochmal was sagen. Ja, was ich jetzt Anfang Mai starte, das nennt sich Dein Business-Fahrplan. Und zwar ist das für Coaches, Berater und Experten, die mit ihrem Business, mit ihrem Online-Business so irgendwo, die momentan, also die schon unterwegs sind, aber die jetzt nicht genau wissen, wie sie das Schritt für Schritt aufbauen sollen, denen einfach nicht klar ist, was der nächste Schritt ist, der sie vorwärts bringt. Weil wir bewegen uns da in einer Welt. Also von überall werden wir mit Angeboten bombardiert, mach das. Und man sitzt da oft alleine zu Hause im stillen Kämmerlein und denkt sich, ja, und was mache ich jetzt? Also ich habe schon das probiert und nichts hat den Erfolg gebracht, den ich erhofft habe. Und einfach diese Klarheit reinzubringen, um wirklich diese nächsten Schritte zu setzen, einfach klar auf ein Ziel dann hinzuarbeiten, einfach um dieses Business auch zum Laufen zu bringen. Und das ist eben für mich eher ein Mini-Programm, also das geht über 3 Wochen
Und es sind Live-Calls dabei. Ich liebe es, live zu arbeiten. Also muss ich sagen, ich liebe das. Also dann die Teilnehmer auch jederzeit Fragen stellen können. Und es gibt natürlich auch Arbeitsblätter dazu und Check- und Checkbögen. Und einfach da, um Klarheit und also das Business in Schwung zu bringen. Ja, wunderbar. Dann verlinke ich das Angebot ja auch mal unter dem Video. Wer da nämlich sich angesprochen fühlt, kann da gerne mal sich ein paar nähere Informationen holen. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Input, liebe Renate. Und viele, viele liebe Grüße ins schöne Italien. Dankeschön. Und vor allem bleib gesund, ja? Ja, du auch. Andrea, danke schön, dass ich hier bleiben durfte und wir bleiben in Kontakt. Dankeschön. Sehr gern, danke dir. Tschüss.